Liebe Geschwister im Islam, wir wollen erstmal Allah danken, dass er uns heute hier versammelt hat. Und wir bitten ihn darum, uns eine aufrichtige Absicht zu geben oder die richtige Absicht zu geben, dass wir hingekommen sind zu seinem Wohlgefallen. Und um etwas zu lernen, was uns nutzt und etwas, was uns beeinflusst, positiv beeinflusst. Ich habe vor kurzem mit einem Bruder gesprochen und da habe ich über die Wichtigkeit von Geschichten gesprochen. Dass es so wichtig ist in der Dawa, wenn wir Menschen bewegen wollen, dass wir Geschichten erwähnen. Und ein Beweis dafür ist auch die Tatsache, dass der Koran ungefähr zu einem Drittel aus Geschichten besteht. Und der Bruder meinte dann zu mir, er meinte, was noch besser ist als Geschichte, sagt er, ist über die Größe Allah subhanahu wa ta'ala zu reden. Und da habe ich zu ihm gesagt, über diese Geschichten zu reden, ist über die Größe Allah subhanahu wa ta'ala zu reden. Weil das ist die Größe Allahs. Die spiegelt sich dadurch wieder, wie Menschen, die vielleicht so klein gewesen sind, wie sie so groß geworden sind und konnten etwas erreichen, als Ein-Mann-Armee. Und das ist etwas, was wir in den Geschichten der Propheten sehen, a.s. und was wir in den Geschichten der Sahaba sehen. Und deswegen ist es für uns so wichtig, diese Realität wahrzunehmen und wirklich damit zu leben. Und deswegen, Ibn al-Qayyim, der sagt zum Beispiel zu dieser Sache, und das ist ganz wichtig, wir sagen ja, ein Drittel des Korans besteht aus Geschichten, ein Drittel Ahkam, Regeln etc. und ein Drittel Tauhid. Ibn al-Qayyim sagt, der ganze Koran ist Tauhid. Warum? Weil die Geschichten, die erzählt werden, da geht es um Tauhid. Das sind Leute, die zum Tauhid rufen. Musa a.s., zu wem ruft er? Er ruft zum Tauhid. Shu'aib, zu wem ruft er? A.s., zum Tauhid. Alle diese Propheten rufen zum Tauhid. Die Völker oder die Geschichten von Leuten, die vernichtet wurden, was ist das? Zum Beispiel, oder die gewonnen haben, zum Beispiel die Geschichte von Ashab al-Uchdud. Was ist das? Das ist eine Geschichte von Tauhid. Das sind Leute, die an Allah geglaubt haben und die dann gesagt haben, es ist uns egal, ob wir verbrannt werden. Für Allah sind wir bereit. Was ist das? Was ist die Geschichte in Surat al-Yasin von dem Mann, der vom anderen Ende der Stadt kommt? Das ist Tauhid. Dann die Ahkam, was ist das? Das ist Tauhid. Die Ahkam, für wen betest du? Für wen fastest du? Warum hältst du dich an die Regeln von Allah subhanahu wa ta'ala? Weil du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der das Recht hat, dir vorzuschreiben, was du zu tun und zu lassen hast. Das ist seine Rububiyya. Und weil du weißt, dass Allah von seinen Namen und Eigenschaften her, was ist, dass er derjenige ist, der weiß, was für dich am besten ist. Das ist seine Eigenschaft in Esma wa Sifat. Das ist der Tauhid von Esma wa Sifat. Dass du weißt, dass er für die Gläubigen das Beste liebt. Das sind seine Eigenschaften. Und dann gehst du zurück und betest ihn an. Was ist das? Das ist Tauhid Uluhiyya. Dass du diesen Gottesdienst nur ihm alleine widmest. Und ich wollte heute über eine Geschichte von einem Sahabi reden, aber eigentlich nicht über die Geschichte von einem Sahabi, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn wir über einen Sahabi reden, der vielleicht 50, 60, 70 Jahre alt geworden ist, oder da können wir nicht die ganze Lebensgeschichte in einer Stunde aufzählen. Sondern wir reden über eine gewisse Geschichte aus seinem Leben, nämlich die Geschichte, wo er den Islam angenommen hat. Darüber wollen wir reden, inshallah. Und ihr wisst ja sicherlich, was eine Taskia ist. Ihr wisst, was eine Taskia ist. Ne? Taskia ist ja, wenn man zum Beispiel über irgendjemand etwas sagt. Wann ist eine Taskia am meisten wert? Welche Taskia ist mehr wert? Wenn zum Beispiel ein kleiner Scheich, zum Beispiel der Imam von der Moschee sagt, zum Beispiel der und der ist ein, zum Beispiel der Pierre Vogel ist ein guter Mann, oder wenn das ein großer Alim sagen würde. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Wenn ein großer Alim das sagen würde. Und dann kommt darauf an, was in der Taskia gesagt wird. Wenn ein großer Alim sagt, diese Person ist der größte Scheich in der heutigen Zeit, dann ist das noch eine gewaltige Taskia. So, das heißt, die beste Taskia, die wir bekommen können, ist eine Taskia, das heißt eine Reinsprechung vom Propheten alaihi salatu wasalam, oder? Und was ist der beste Vergleich, den der Prophet alaihi salatu wasalam machen kann? Indem er dich mit einem anderen Propheten vergleicht.
in deinen Eigenschaften. Und am besten noch mit einem von den fünf, wer sind die fünf gewaltigsten Propheten? Die Ulul Azm, die große Rasul, das ist Mohammed, Isa, Musa, Ibrahim und Nuh. Und über diesen Sahabi hat der Prophet a.s.w. gesagt, من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى فلينظر إلى أبي ذر. Wer die Bescheidenheit, den Tawadu von Isa sehen will, der soll sich Abu Dhar ansehen. Über diesen Sahabi wollen wir heute reden. Und ich sage dir ganz ehrlich, Bruder, wenn ich den Namen, und es ist traurig jetzt wirklich, unsere Identität ist das. Das sind unsere Leute. Das sind die Leute, die den Koran nach vorne gebracht haben. Und es ist wirklich traurig, Brüder, wenn wir sehen, wenn du heute 100 Muslime in Deutschland fragst, nenn mir mal ein paar Sahabis, der kann dir 5 Leute nennen. Abu Bakr, Umar, Ali, Uthman, Hussein, Hassan. Verstehst du, wer kennt denn Abu Dhar? Letztes Mal haben wir über Khabab bin Arad geredet, über diesen Helden. Wer kennt Abu Dhar? Die wenigsten. Aber ich will heute über seine Geschichte reden. Er wohnt in Rifari. Er war von dieser Kabila, Rifari. Und diese Rifaris, und das sollte man erst mal erzählen, das waren Leute, die waren bekannt, dass das Leute sind, die schon keine Regel halten. Und die Verbrecher sind und Schlägertypen sind. Ja? So, und er war von diesem Stamm und er hat sich von diesem Stamm mit seinem Bruder und mit seiner Mutter abgesetzt. Weil er war jemand, der es nicht leiden konnte, dass Leute diese Regeln übertreten, ungerecht sind und Leute ausrauben und so weiter. Aber in der arabischen Halbinsel, dieser Stamm, wo er kam, und er ist Abu Dhar al-Rifari, er war bekannt dafür. Er war jemand, der sehr groß war und sehr dunkel. Und er ist dann zu seinem Onkel gegangen und hat dann dort längere Zeit gewohnt mit seinem Bruder Unais und seiner Mutter. Und eines Tages gab es ein Problem zwischen ihm und seinem Onkel. Es gab jemanden, der neidisch war. Der hat gesagt, dein Bruder Unais, dieser Unais, der versucht mit deiner Frau etwas zu machen, also dieser Mann, bei dem sie gewohnt haben. Und daraufhin ist dieser Onkel von Abu Dhar und von Unais zu den beiden gegangen, hat ihnen das gestanden. Was ist dann passiert? Abu Dhar hat gesagt, die ganze Gastfreundschaft, die du uns zukommen lassen hast, die hast du jetzt kaputt gemacht und ich werde gehen. Und der Mann fing dann an zu weinen und so weiter und so fort. Aber er hat gesagt, auf keinen Fall bleibe ich hier, ich gehe weg. Und das ist eine Eigenschaft auch, die man bei ihm sieht. Und deswegen reden wir über die Sahaba. Viele Leute, wenn wir heute über die Sira reden, reden wir immer nur, wenn wir über die Araber reden, redet man immer über die schlechten Eigenschaften sozusagen. Fußballspiel oder was? Reden wir immer nur über die schlechten Eigenschaften, die haben Kinder verbuddelt und so weiter. Aber die Gelehrten sagen, es gibt auch eine Weisheit, warum Allah zu dieser Zeit den letzten Propheten in diesem Ort geschickt hat. Und das war, weil sie einige Eigenschaften haben. Und diese Eigenschaften, die sind sehr wichtig für diejenigen, die den Islam, das lernen wir daraus. Allah hätte den Islam auch verbreiten können, ohne irgendwelche Gründe. Er hätte sagen können, die werden alle Muslim. Aber es gibt halt Gründe, die geschaffen werden und die man sieht. Und diese Leute, diese Araber, die haben zwar Kinder verbuddelt und die haben Alkohol getrunken und die waren in der Unzucht versunken, aber zur selben Zeit hatten die Prinzipien gehabt. Das heißt, dass sie versucht haben, zu ihrem Wort zu stehen, dass die Ehre hatten. Und deswegen reden wir darüber, weil wir, wenn wir die Religion nach vorne bringen wollen, dann müssen wir uns mit denselben Eigenschaften schmücken. Und der Scheitan, der will nämlich, und deswegen müssen wir uns auch mehr mit solchen Geschichten beschäftigen, der will uns von diesen Eigenschaften wegbringen. Auf jeden Fall, Abu Dhar ist gegangen und hat dann in der Nähe von Mekka gelebt. Und in dieser Nähe von Mekka, was ist dort gewesen? Sein Bruder, der ist dann nach Mekka gegangen, wegen Handel, und ist zurückgekommen, hat ihm erzählt, da ist einer in Mekka, der sagt, er ist ein Prophet. Und Abu Dhar hat ihm danach gefragt, was erzählt er, man soll Allah nur alleine anbeten, etc. Auf jeden Fall hat Abu Dhar zu diesem Zeitpunkt von seiner Fitra her, und das sind wichtige Lehre, und ich werde da nachher nochmal drauf zurückgehen. Ja, Prinzipien haben wir erwähnt.
und Fitra. Abu Dharr von seiner Fitra aus, er hat nach der Wahrheit gesucht, hatte seit 3 Jahren nur Gott alleine angebetet. Warum erwähne ich das? Werden wir nachher noch sehen. Und er ist dann, was hat sein Bruder erzählt? Ja, die Leute erzählen über ihn. Zauberer, verrückt, Lügner, dieses, jenes. Die ganzen Sachen, die erzählt wurden. Das heißt, negative Werbung. Da. Bei wem hatten wir das letztens gehabt? Bei Khabbab ibn Arad genau dasselbe. So, aber das hat ihn nur noch neugieriger gemacht. Und er ist dann nach Mekka gegangen. Und hier gibt es verschiedene Geschichten, wie er genau den Islam angenommen hat. Ja? Aber prinzipiell ist es so gewesen, dass er den Propheten getroffen hat. Das ist also das, wo man übereinstimmt. Er ist erstmal nach Mekka gegangen, hat dort mit Leuten geredet. Diese Leute, er hat nach dem Propheten gefragt, da haben sie ihn direkt angegriffen. Und er ist ohnmächtig geworden, er ist später wach geworden und war blutüberströmt. Ja? Und er hat sich dann erstmal zurückgehalten und gewartet. Ja, und es wird gesagt, dass er Ali getroffen hat, der war damals 12. Ihr müsst wissen, diese Sache war ganz am Anfang des Islams, wo man noch von der stillen Dawa redet. Man redet ja von der stillen Dawa die ersten 3 Jahre, die stille Dawa. Aber was beweist das? Dass diese stille Dawa eigentlich gar nicht so still war, sondern dass das schon verbreitet wurde. Es wurde nur nicht so offensiv rangegangen. Und dieser Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, es wird gesagt, dass er den Abu Dharr zu dem Propheten gebracht hat. Dann gibt es eine andere Geschichte bei Imam Ahmed, die stimmt auch, man weiß nur nicht, ob das vor dem Islam oder nach dem Islam war, weil am Ende mit dieser Geschichte etwas mit der anderen Geschichte nicht übereinstimmt. Auf jeden Fall ist er dort 30 Tage geblieben, hatte nichts zu essen, hat in der Kaaba gelebt. Und wovon hat er sich ernährt? Nur von Semsem. Und er sagt, hat er noch zugenommen in dieser Zeit. Sein Bauch hat sowas wie Falten bekommen. Jedenfalls hat er den Propheten getroffen und nach kurzer Zeit hat er den Islam bei ihm angenommen. So. Erstmal, da gehe ich nachher nochmal drauf zurück. So. Dann ist er einige Tage geblieben, dann ist er zur Kaaba gegangen und es wird gesagt, direkt am nächsten Tag, nachdem er den Islam angenommen hat. Du musst dir vorstellen, der weiß schon, diese Leute hier, die sind extrem aggressiv, ja, und extrem gewaltbereit. Was macht Abu Dharr al-Ghifari? Der geht am nächsten Tag, geht der zur Kaaba und steht an der Kaaba und sagt, schreit ganz laut, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Du musst dir erstmal vorstellen, das war damals wie ein Todesurteil. Das war die absolute Provokation. Das hieß für die, eure Götter sind alle Schrott. Das ist die Meinung davon. Und er steht ganz lautstark dort und schreit das. Was passiert? Die kommen auf ihn drauf. Mit 30 Mann. Und es ist davon auszugehen, dass der sich mit denen gekloppt hat. Ja? Weil das gab es damals oft. Mit Umar al-Khattab, als der den Islam angenommen hat, hat er sich mit denen geschlagen, bis es dunkel wurde, bis die alle müde geworden sind. Und auf jeden Fall, aber natürlich gegen diese ganze Horde, hast du ja keine Chance. Auf jeden Fall kam dann al-Abbas und hat gesagt, ey, wisst ihr nicht, von welchem Stamm der ist? Der ist von al-Rifari. Und diese Leute von Rifari, die hatten ja diesen Ruf, dass sie so gefährlich sind. Und wenn ihr mit euren Kamelen, mit eurer Karawane dort vorbeigeht, dann, und ihr tötet den, also der war kurz, versteht ihr, es ging jetzt um Leben und Tod in dieser Sache. Auf jeden Fall haben sie von ihm abgelassen. Es wird auch gesagt, dass er wieder blutüberströmt gewesen ist. So, was macht er am nächsten Tag? Am nächsten Tag, der geht wieder zur Kaaba, stellt sich vor die Kaaba, guck mal, und sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und die kommen wieder auf ihn drauf, alle Mann. Das war die Katastrophe gewesen. Wir müssen uns in die Lage reinversetzen. Verstehst du, das ist ungefähr so, als wenn du in die Kneipe von Hells Angels reingehst
mit der Bandido-Krappe und sagst hier, Hells Angels ist voll der Schrott. Verstehst du? Und da kriegst du auf jeden Fall kriegst du Schläge. Verstehst du? Oder als wenn du, also absolut, das war eine klare Sache. Oder was ist? Die haben ihn wieder geschlagen. Die haben ihn wieder zusammengeschlagen. Es wird gesagt, er ist ohnmächtig geworden. Und als er ohnmächtig geworden ist, ja, ist er aufgestanden. Und als er gestanden hat, hat sich wieder hingestellt. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Was ist danach passiert? Der Prophet hat ihn zu seinem Stamm geschickt. Nach Hifari. Und er sollte dort Dauer machen. Er sollte diese Botschaft weiter verbreiten. So. Was, jetzt gehen wir erstmal auf diese Punkte ein. Also wir haben gesehen, was der für einen Charakter hat. Das ist ein totaler Draufgänger. Du würdest sagen, in der heutigen Umgangssprache würdest du sagen, der ist einfach cool drauf. Das würdest du halt sagen. Der ist einfach ein Mann. Verstehst du? Den kannst du nicht einschüchtern. Du musst dir vorstellen, das ging um Leben und Tod. Das ist nicht irgendwie eine einfache Sache. Du stehst dort an der Kaaba. Die ganzen Götter sind in Heilig. Und illallah, la ilaha illallah, das bedeutet, das, was ihr hier anbetet, das ist alles Schrott. Und er hat an einem Tag, kamen zwei Frauen um die Kaaba herum und haben dort um die Kaaba eine Götze angebetet, die besteht aus zwei Personen. Ja? Ein Mann und eine Frau. Und die Frau davon, die heißt Naila, ja? Das war ein Liebespärchen gewesen, die Robin Julian, die wollten neben der Kaaba Sinne machen und da hat Allah die zu Stein verwandelt. Und er sieht diese Frauen, die sind dieser Götze am Huldigen. Und dann sagt er, guck mal, wie der ist. Und der ist ja gerade neu im Islam. Oder zu dem Zeitpunkt wird auch gesagt, war er noch gar kein Muslim. Das war in der Zeit, wo er dort gewartet hat. Da sagt er, mach doch, dass die zwei miteinander Sinna machen. Was will er denn damit sagen? Der will denen sagen, guck mal, was ihr bescheuert seid. Ihr seid hier eine Götze am Anbeten. Zwei Leute, die bestraft worden sind von Allah. Ihr seid hier am Anbeten. Aber da siehst du, wo der Kuffer dich hinführt. Wenn du auf diesen Zug aufsteigst, am Ende, du machst jeden Schrott mit. Und das siehst du heute bei einigen Muslimen, die vom Weg abgekommen sind, wo das am Ende hinführt. Das fängt mit einer kleinen Bitte an und am Ende stehen die irgendwo und sind sich selber den Schädel am Einschlagen. Stell dir mal vor, du würdest jemandem erzählen, ja, wir haben eine Religion, da schneiden wir uns hier die Schädeldecke mit einem Schwert auf. Wird dir jeder Mensch sagen, du hast einen Dachschaden. Auf jeden Fall. Jetzt. Was würdet ihr denken von so einer Person? Die so drauf ist, die steht vor der Kaaba, ist total und den interessiert das nicht, ob die Leute das gut finden oder schlecht finden, ob die gegen den sind, der sagt, das ist die Wahrheit, hierzu stehe ich und ihr könnt mich ruhig umbringen. Denkt ihr, so jemand ist passend für die Dauer in einer anderen Stadt, um dorthin zu gehen? Was denkt ihr? Sag mal was. Richtige dafür. Du sagst, es ist der Richtige dafür. Okay, wenn wir jetzt die Muslime in Deutschland fragen würden, oder die Muslime auf der Welt, was würden die sagen, so eine Person? Die würden sagen, nee, so, der ist viel zu draufgängig, viel zu provokant, das wird alles nichts bringen und man soll die Leute nicht abschrecken und immer lieb sein, verstehst du? Ist so. So. Ich sage dir, diese Person ist wahrscheinlich von den Sahabern der größte Daya von allen. Wahrscheinlich von den Sahabern. Mir fällt momentan, ich sage wahrscheinlich, weil mir fällt momentan kein anderer ein, durch den so viele Leute zum Islam gekommen sind. Bruder, der ist zurück zu seinem Stamm, Rifari, gegangen. Ja? Der ist in Deutschland, das wäre alles Provokation. Nein, da darfst du noch nicht mal sagen, der Islam ist die wahre Religion. Oh, das ist nicht der richtige Stil. Hier, was war das? Hier, das war der Stil. Was heißt La ilaha illallah? La ilaha illallah heißt, das ist die Wahrheit und das, was ihr macht, ist verkehrt. Punkt, ganz einfach. Und ihr geht in die Hölle, wenn ihr das so weitermacht. So. Der ist zu seinem Stamm Rifa gegangen. Wisst ihr, was dort passiert ist? Am Ende, erstmal hat die Hälfte des Stammes den Islam genommen. Am Ende hat der gesamte Stamm den Islam angenommen.
und der Nachbarstamm auch. Kannst du dir das vorstellen? Ein ganzer Stamm und der Nachbarstamm. Und der Prophet, und was heißt das hier, Bruder? Ich will dir euch was sagen. Diese Person war mit dem Propheten einige Tage zusammen gewesen. Der hatte nicht viel Wissen gehabt, aber der hatte Ezra gehabt. Der ist mit diesem wenigen Wissen gegangen, das war wahrscheinlich ganz am Anfang, im zweiten Jahr nach der Hijra. Nicht nach der Hijra, im zweiten Jahr der Sendung des Propheten. Dann hat der Prophet zu ihm gesagt, wenn du von mir hörst, sinngemäß, dann sollst du zu uns kommen. Das heißt, die werden irgendwann auswandern und so weiter, die Sache kommt groß. Als der Prophet dann in Medina war, wie viele Jahre später sind das? Das ist ungefähr 12 Jahre später ungefähr. Da war das wohl ungefähr im zweiten Jahr, vielleicht auch im dritten Jahr. Wann ist der Prophet nach Medina ausgewandert? 13 Jahre war er in Mekka, 14. Jahr. Das heißt, am Anfang, wo er dort gewesen, das sind circa 12 Jahre später. Das heißt, der Prophet a.s.w. hat diese Person ein paar Tage gesehen und der Prophet a.s.w. hat die ganze Zeit mit Leuten zu tun gehabt. Auf einmal, eines Tages, die Leute von Medina, die sind gerade in der neuen Stadt, und das war am Anfang nicht so, wie viele gedacht haben, das war alles, oh, die sind nach Medina gekommen, jetzt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles ganz einfach. Eines Tages, die sehen eine Staubwolke hinten. Eine Armee kommt an, die sehen Staub, dies, Menschen und so weiter und so fort. Einige Sahaba, die gehen zu den Schwertern, die haben gedacht, wir werden angegriffen und so weiter und so fort. Ja? Und der Prophet, der kommt und er sagt, er sieht das und er sagt, Kun Abu Dhar, sei Abu Dhar. Ach, der kennt seinen Namen noch? Achi. Und dann kommen die immer weiter an. Und dann wird gesagt, dann haben die auf einmal gemerkt, diese Leute, die schreien alle Allahu Akbar. Die am Kommen sind. Da ist er mit dem ganzen Stamm von Rifari gekommen nach Medina. Der hat die alle mitgebracht. Die haben alle Bay'a beim Propheten zusammen gemacht. Du musst dir jetzt vorstellen, Bruder, zur damaligen Zeit, Achi, die Muslime waren schwach gewesen noch. Sie hatten so viele Feinde um sich herum gehabt und das war alles noch nicht so stabil in Medina. Und jetzt auf einmal kommt ein Stamm von Leuten, die bekannt sind als die größten Schlägertypen überhaupt, die rumlaufen. Verstehst du? Wisst ihr, was das denen wieder für Kraft gegeben hat? Boah, guck mal, diese Leute haben den Islam angenommen. Dann hat der andere Stamm auch noch den Islam angenommen. Und so wurde der Islam gestärkt. So, jetzt gehen wir nochmal darauf zurück. Der Prophet a.s. war jemand, der Leute lesen konnte. Ja, der war jemand, der Leute richtig gute Einschätzung von Menschen hatte. Es gibt Leute, die haben sehr gute Menschenkenntnis. Und der hat diesen Abu Dhar nicht umsonst in seine Stadt geschickt. Weil der kannte, dass diese Person die Eigenschaften hat, die ein Da'ya haben muss. Bruder, heute, wenn du irgendein Buch aufschlägst von Da'wa, das aus dem Jahre 2000, nachdem das Osmanische Reich gefallen ist, dann siehst du nur Eigenschaften lieb, nett, freundlich. Ist auch richtig so. Nicht, dass man mich falsch versteht. Aber diese Eigenschaft, dass man diese Izza hat, das wird nirgendwo erwähnt. Ach, und das ist die Eigenschaft, die alle Propheten im Koran hatten. Glaub es mir. Du wirst das so sehen, Bruder, du siehst keinen. Und deswegen sage ich euch, Kopf hoch, wir sind Muslime. Du bist der Sieger. Dies ist die Wahrheit. Nichts anderes. Und das muss man verinnerlichen. Und deswegen war der die richtige Person dafür gewesen. Bruder, guck mal, das ist jetzt nur eine Geschichte. Bruder, der Mann, der ist absolut radiallahu anhu ajib. Wirklich. Aber das ist diese eine Sache. Dann die andere Sache ist, Bruder, was sehr wichtig ist, guck mal, negative Werbung. Bruder, heute, Brüder in Deutschland, zum Beispiel in Deutschland und auch auf der ganzen Welt, die Medien schreiben über den Islamist. Ach, dann ist für ihn der Weltuntergang. Oh nein, boah, nur weg davon, nachher gibt es Probleme und so weiter und so fort. Was macht denn Islam? Bruder, es wird immer so sein, dass du angegriffen wirst. Damit musst du leben.
Und die negative Werbung, achi, Allah sagt im Koran, innama tunzir man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman bil-ghayb. Du kannst nur demjenigen warnen, der der Ermahnung folgt und dem Allerbarmer im Verborgenen fürchtet. Derjenige, der die Wahrheit will, der wird dadurch zum Islam kommen, achi. Und der ist, hat gesucht. Abu Dhar hat gesucht. Die nächste Sache ist diese Fitra, diese natürliche Veranlagung. Brüder, wisst ihr, wie oft wir das schon gesehen haben, dass Leute den Islam angenommen haben und du fragst die danach, wie kamst du zum Islam? Der sagt zu dir, ich habe eigentlich immer schon das geglaubt, was dort steht. Ich habe eigentlich immer schon so geglaubt. Es gibt einen Gott, der hat keinen Sohn und so weiter. Das müssen wir wissen, Bruder. Das ist eine ganz wichtige Sache für die Dauer. Also der Prophet sagt, ma min mauludin illa yuladu al fitra fa abawahu yuhawidani wa yumajjisani wa yunassiran. Ja, jedes Kind wird mit dieser natürlichen Veranlagung geboren. Die Eltern, das Umfeld verändert sie dann. Und das müssen wir wissen. Und du machst manchmal etwas vom Islam und die Fitra wird aktiviert. Das ist etwas, was viele Brüder auch in der Dauer unterschätzen. Da wird zum Beispiel gesagt, boah, sei vorsichtig, lieber nicht so zeigen, lieber kein Bart tragen, lieber so nicht in der Öffentlichkeit beten, das könnte die Leute provozieren, das könnte dir nicht gefallen, Bruder. Es wird immer Leute geben, wenn du auf der Wahrheit bist, die dich bekämpfen. Es wird immer Leute geben, die gegen dich sind, das ist normal. Aber irgendjemand ist da draußen, dem seine Fitra wird aktiviert. Wisst ihr, was Abu Bakr damals gemacht hat? Abu Bakr, dem wurde verboten, an der Kaaba zu beten. Ich werde über diese Geschichte nochmal reden. Öffentlich zu beten. Warum? Die wollten nicht, dass man das sieht. Der betet nur zu Allah. Wollten die nicht. Was hat Abu Bakr gemacht? Der hat sein Haus so eingerichtet, dass er in seinem Haus, das war ja damals nicht so wie heute, das war ja praktisch so offen gewesen, gebetet hat, dass die ihn beim Gebet gesehen haben. Ich bete doch jetzt in meinem Haus. Die haben sich darüber aufgeregt. Aber heute, wenn sich ein Käfer aufregt, wie interpretiert das dann der Muslim? Wir haben bestimmt was falsch gemacht in der Dawa. Komischerweise, die haben das genau andersrum interpretiert. Und deswegen, Brüder, ist es so wichtig, dass wir diese Geschichten lernen, dass wir uns damit beschäftigen. Ja, so. Und wie gesagt, wo war ich stehen geblieben? Wie gesagt, und jetzt noch was anderes. Mit der Zeit. Guck mal, Abu Dhar, der war nur so einen kurzen Moment mit dem Propheten a.s.w. zusammen. Aber sein Charakter, den er hatte, ist das. Weißt du, heute, wenn man über Charakter redet, Bruder, wir dürfen nicht unterwürfig sein. Der Prophet, der hat seinen Kopf für Allah gesenkt. Aber nicht für den Kuffar. Und für die Kuffar. Das ist wichtig zu verstehen. Ja. Und hier, er war nur eine kurze Zeit da. Heute sagen einige Brüder, ja, ich kann jetzt noch nicht vom Islam reden. Ich muss erst mal 20 Jahre lernen. Nimm das, was du gelernt hast und bring es weiter. Und inshallah wird Allah dir so viel Baraka geben, dass auch dein ganzes Dorf den Islam nimmt. Das ist meine Botschaft erstmal von heute. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.